Freunde der Fitness und Gesundheit, ich werde ganz viel gefragt jetzt in den letzten Tagen. Hey Sascha, mein Mann sagt, meine Freundin sagt, mein Nachbar sagt, meine Ex-Frau sagt. Wir haben da mit jemand geredet und der hat gesagt, Vitamine braucht man gar nicht. Künstliche Vitamine, das ist Murks. So. Also erstmal ist das eine völlige falsche Aussage, denn wenn ich das sage, dann ist das lediglich eine Behauptung. Es ist weder eine Argumentation, noch ist es eine wissenschaftlich fundierte Aussage. Vitamine sind Murks. Und ich würde sogar sagen, es ist eine unterlassene Hilfeleistung, wenn ich mit jemandem spreche, der wirklich eigentlich Ahnung haben sollte und so etwas sagt. Und ich erkläre jetzt, warum. Diese ganzen Studien, die gemacht wurden an künstlichen Vitaminen, wo es dann hieß, ja, das ist nicht gut, wenn man das überdosiert. Das sind isolierte Studien. Das heißt, ich nehme ein Vitamin, Vitamin E zum Beispiel, und dosiere das isoliert alleine. Das kommt in der Natur nicht so vor. Also in der Natur gibt es keine Pflanze oder kein Obst, Gemüse, wo nur Vitamin E alleine drin ist. Folglich wird das im Körper dann auch irritierend aufgenommen. Wenn ich aber ein Multivitalstoffpräparat einnehme, also wo Vitamine drin sind und Mineralien und Spurenelemente und jetzt nicht nur ein Vitamin und ein Mineralien und ein Spurenelement, sondern wirklich 25, wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist. Und dann auch noch Pflanzenextrakte reinmache. OPC, Hesperidin, Bromelain, das ist ein Enzym aus der Ananas, Cholin, Ginkgo Biloba, das sind Pflanzenextrakte. Wenn ich das noch zusätzlich mit reinmache, dann habe ich ein ganz anderes Wirkungsspektrum, als wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt mal eine Vitamin-E-Kapsel. Und die nehme ich dann ein für die Gesundheit. Das ist die erste Situation. Nehme ich also ein All-in-One-Produkt ein, also ein Produkt, wo alles drin ist und auch aufeinander abgestimmt, so wie es der menschliche Körper eigentlich benötigt, dann habe ich diese ganzen negativen Begleiterscheinungen, die in diesen Studien herauskommen, wenn man nur ein einziges nimmt und das ist ja, wenn ich jetzt stabile Knochen haben will und ich sage, dann brauche ich Calcium. Und der richtige Fachmann in dem Fall sagt, ja, Moment mal, aber das Calcium wird im Körper nur optimal verwertet in einem Verhältnis zwischen Calcium und Magnesium. Zwei Teile Calcium, ein Teil Magnesium. Also nämlich 2 Gramm Calcium brauche ich auch 1 Gramm Magnesium, damit das eigentlich optimal verwertet wird im menschlichen Körper. Und dann, damit es überhaupt, nachdem ich es geschluckt habe, über die Magenwand aufgenommen werden kann, brauche ich Vitamin D3. Und dann brauche ich auch noch Vitamin K2, um das wirklich optimal einlagern zu können. Und dann sollte ich natürlich auch irgendwie ein Belastungstraining machen. Also ich sollte Sport machen, damit der Körper sieht, dieser menschliche Körper ist auch noch am Leben und bewegt sich und erfährt eine Belastung. Und dann macht es Sinn, auch feste Knochen zu haben. Wenn ich natürlich nur sitze oder so, ne, dann ist das nicht so sinnvoll, Calcium einzunehmen, weil es allein eben im Körper nicht so funktioniert. Und deshalb braucht man immer ein Präparat, wo alles drin ist. So, erstmal das dazu. Also dieses bringt nichts. Und künstliche Vitamine, natürlich sind da nicht 1 Million Erdbeeren ausgepresst worden. Und dann hat man die Wirkstoffe, die Erdbeere enthält. Zum Beispiel, viele wissen gar nicht, in der Erdbeere ist Mangan drin. Viele kennen gar nicht Mangan. Mangan ist ein Spurenelement, was man braucht für die Makula. Die Makula ist ein Teil des Auges. Und wenn es zur Makuladegeneration kommt, gerade im Alter, dann haben wir das Problem, dass wir der Sehkraftschwierigkeiten bekommen. So, aber das kriegen wir in der Schule ja auch gar nicht vermittelt. Und wir haben ja auch gerade nicht so Erdbeerensaison und dann isst man es nicht und dann hat man es nicht. So, also natürlich sind da nicht 1000 Früchte irgendwie ausgepresst worden. Ja, also wenn man jetzt ein Eiweißpulver kauft, ist es ja auch nicht so, dass da irgendwie Rindfleisch ausgepresst worden ist. Oder das wird dann meistens aus der Milch hergestellt. Ja, da wird Milch genommen, 1 Liter Milch hat 34 Gramm Eiweiß. Wenn ich jetzt Milcheiweiß kaufe, dann wird das erhitzt, dann geht das ganze Wasser raus, ja, weil Milch ist ja flüssig, ist da zu viel Wasser drin. Und dann bleiben am Ende der Milchzucker übrig, das Milchfett, das Milcheiweiß. Dann kommt es in so eine Zentrifuge und dann hat man halt die Möglichkeit, das Milcheiweiß rauszufiltern. So, worauf ich aber hinaus will, ist natürlich künstliche Vitamine. Zum Beispiel Vitamin C wird künstlich hergestellt aus Glucose, das ist Zucker. Das ist jetzt nicht so unkünstlich. Oder viele Vitamine werden auf Basis von Fermentation, das ist ein anderes Wort für Gärung, hergestellt. Das heißt also, wenn so Mikroorganismen, Hefen, Pilze, wenn die arbeiten, ja,
und etwas vergären, also etwas umwandeln, dann werden aus große Moleküle kleine Moleküle und da sind dann die Vitaminbestandteile mit dabei und die kann man natürlich sich zunutze machen. Das kennen wir aus der Alkoholherstellung, das ist auch immer Gärung, Fermentation mit Hefen. Ja, also was ist im Bier drin? Hopfen, Malz, ja, also Getreide, Hopfen, gibt so einen Bitterton und dann Wasser und das war's. Und Hefe natürlich, ne? Damit da irgendwas drin ist, was das Ganze auch vergärt. Ja? Oder Essig, ja, also Apfelessig kommt ja auch aus dem Apfelsaft. Ja? Das heißt also, es ist ein natürlicher Gärprozess und daraus nimmt man dann Vitamine. Und das Entscheidende ist, dass Vitamine eben, ich habe eben gerade mit jemandem ganz netten telefoniert und dem habe ich erklärt, guck mal, wenn ich jetzt Nordic Walking mache, ja, das so, kommt ja eigentlich so aus dem Wintersport, ja, hat man eigentlich Skier und dann die Stöcker. Mit den Stöckern drückt man sich ab, damit man irgendwie nach vorne kommt. Und das ist schon anstrengend, keine Frage. Aber nur mit den Stöckern rumzulaufen als Nordic Walking ist so, als wenn ich mit dem Lenker nur rumlaufe von einem Fahrrad und sage, das ist Nordic Cycling. Das ist... Natürlich bewege ich mich mit diesen Stöckern, aber ich würde das nicht, und jetzt nicht falsch stehen, aber unter den Faktor Sport abtun. Weil wenn ich shoppen gehe, bewege ich mich auch. Und ich habe viele, die sagen, ja, ich habe da einen Bekannten und der ist jetzt krank, aber der hat sich immer bewegt. Ja, ist immer so 10.000 Schritte gegangen. Das ist ja kein Sport, das ist Bewegung. Und 10.000 Schritte, ich habe das mal selber gemessen an der Alster, ich komme aus Hamburg, und dann bin ich in 10 Minuten 1.000 Schritte gegangen, in einem normalen Schritttempo. Ich bin jetzt nicht nach dem Bus gerannt oder so, aber das heißt also, wenn ich in 10 Minuten 1.000 Schritte gehe, dann gehe ich in 100 Minuten 10.000 Schritte. Das heißt, wenn ich mich also aktiv bewege, 100 Minuten und 120 Minuten wären 2 Stunden, also ich runde es mal auf, wenn ich 2 Stunden mich aktiv bewege, dann bin ich meine 10.000 Schritte gegangen. Und wenn der Tag 24 Stunden hat und ich mich davon 2 Stunden bewege und 22 Stunden eben nur liege oder sitze, dann gilt das nicht als wirklich sportlich aktiv. Ja? Und dann ist natürlich immer noch eine andere Frage, wenn ich jetzt Sport mache, muss ja nicht Bodybuilding sein oder Fitness. Kann ja auch Klettern sein oder Volleyball oder Handball, ne? oder Kampfsport oder was auch immer. Aber es muss schon irgendwas sein, wo man schwitzt. Also ich finde Sport und Schwitzen, bei uns sagt man, Schweiß, das sind die Tränen der Muskeln. Aber irgendwas muss es schon sein in Form von Bewegung, Sport, Schwitzen. Ja, okay. Und dann ist es natürlich immer so eine Kombi aus. Ja, wenn ich eine Kombi aus Gesundheit bedeutet, Bewegung, Training, viel Flüssigkeit, Obst, Gemüse, also viel Ballaststoffe, viel Pflanzenkost und dann gerne noch ein Vitalstoffpräparat. Damit man nicht überlegt, okay, was brauche ich denn jetzt alles? Brauche ich Selen? Sascha hat gesagt, Selen ist wichtig für die Schilddrüse. Wo ist das drin? Paranüsse. Ja, kaufen wir mal Paranüsse. Dann brauchen wir Mangan, hat er gerade erzählt, brauchen wir noch Erdbeeren. Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir Vitamin C, müssen wir so einen Rohsaft noch kaufen. Dann brauchen wir noch, ist der Einkaufswagen voll, aber das isst man ja alles nicht zusammen in so einem Riesentopf. Ja? Und in unseren Zeiten, wo wir versuchen, effektiv und effizient zu sein. Also es ist ein Unterschied. Also wenn ich effizient sein möchte, dann habe ich bei weniger Aufwand den gleichen Nutzen. Also wenn ich jetzt bei Aldi an der Kasse arbeite und verdiene 1.400 Euro netto, sage ich jetzt einfach mal so, vielleicht auch mehr, keine Ahnung, das ist 1.400 Euro netto. So, und muss dafür 8 Stunden am Tag arbeiten. Dann glaube ich, dass der plastische Chirurg, der irgendwie einen Eingriff vornimmt, die Nase verschmälert oder was auch immer, dass der diese 1.400 Euro in einer Operation schafft. So. Und diese 1.400 Euro, die macht aber der Aldi-Kassierer im Monat und jetzt nicht an einem Tag. Und der plastische Chirurg kann sowas an einem Tag abrechnen. Dann haben effektiv beide 1.400 Euro umgesetzt für sich. Aber effizienter war der plastische Chirurg, weil er halt das Gleiche mit weniger Aufwand gemacht hat. Das ist der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. Und mir geht es immer auch um Effizienz, ja. Und ich war gestern bei einem guten Bekannten und der hat das Vitaminpräparat eingenommen. Er fragte mich, soll ich den Booster nehmen oder das Vitaminpräparat? Und ich habe gesagt, nimm mal das Vitaminpräparat, weil es ist schon irgendwie 19 Uhr und du willst ja jetzt nicht noch trainieren und ne, brauchst ja jetzt den Booster nicht. Und er hat das Vitaminpräparat eingenommen, hat sich das angemixt, Eiswürfel rein und guckte mich an und ich dachte, jetzt schmeckt das nicht. Also du wärst ja jetzt der Erste, der sagt, das schmeckt nicht. Aber gut, die Geschmäcker sind verschieden. Er sagte, das ist richtig lecker. Ich sagte, nee, sag mal jetzt ehrlich, wenn das nicht schmeckt, sag mal jetzt. Sagt er, nee, das ist richtig lecker. Okay.
Dann hat das 8 Minuten gedauert. Plötzlich fängt er an zu erzählen. Der redet, der hat Ideen. Wir haben noch über die Internetseite gesprochen und so weiter. Hallo Chris, falls du hier zuguckst. Und er hat noch Ideen gehabt und richtig. Und er sagt, ich merke das richtig. Und das liegt aber nicht an den hochdosierten Vitaminen, die da drin sind, sondern es liegt auch mitunter an dieser Kombination der verschiedenen Inhaltsstoffe und der zusätzlichen 5 Pflanzenstoffe. Bromelain, Cholin, Ginkgo biloba, OPC und Hesperidin. So. Und gerade diese Kombination aus viel, also 25 Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 5 Pflanzenextrakte, sind 30 Wirkstoffe drin. Das macht es aus. Und ich dachte erst, das wäre so bei mir so ein Placebo-Effekt gewesen, weil ich habe das mir morgens um 7.30 Uhr angemixt und hatte erst um 12 Uhr den ersten Hunger, weil der Körper, der war so versorgt mit Vitalstoffen. Und ich dachte, habe ich jetzt den Booster mir angemixt? Weil davon kenne ich das, ne? Wenn man einen Booster nimmt. So, und dazu will ich auch gleich noch ein Video machen, weil derjenige sagte, also nicht Chris, sondern, ne, hörte ich gerade so, auch so einen negativen Einfluss von diesen Leuten. Also deshalb, wer zu euch sagt, Vitamine sind nicht notwendig, künstliche Vitamine, kriegt man alles genug durch die Ernährung, der soll es argumentieren. Und klar, ihr könnt da draußen ja machen, was ihr wollt. Jeder soll ja machen, was er will. Ich kann ja nicht jeden davon überzeugen. Und das ist auch ein bisschen anstrengend dann, aber das Problem ist, dass die meisten Leute da draußen schon Probleme haben mit dem gesundheitlichen System. Und wenn man denen dann sagt, das brauchst du alles nicht, dann finde ich, das ist das unterlassene Hilfeleistung. Ja? Und dass Vitamine und Mineralien und Spurenelemente eine Wirkung haben, das steht ja außer Frage. Und dass wir eben nicht mehr so viel gesunde Nahrungskost zu uns nehmen. Und wir haben eben einfach das in der Schule nicht vermittelt bekommen. Ich habe da wirklich jemand gehabt, der gesagt hat, Vitamine brauche ich nicht, weil ich esse 3 Orangen und eine Kiwi. Ja, da ist ja alles drin. Da ist ja alles drin. Da ist ja Molybdän drin, Mangan, Cyanocobalamin, Pyridoxin, das Vitamin B6, also jetzt, ich benutze die anderen Begriffe, kann man sagen, da ist Vitamin A drin, Vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12. Nein, das ist nicht da alles drin. Das ist nicht da alles drin. Aber die denken, da ist da alles drin. Und das, deshalb ist es mir so wichtig, dass diese Leute, die euch sagen, das braucht man nicht, dass sie es euch auch gegenüber wirklich argumentativ mit wissenschaftlichen Worten vielleicht auch mal erklären sollen, sodass man dann auch sagt, okay, und nicht so, brauchst du nicht. Weil man denkt ja, wenn der das sagt, ja. Ich bin ja auch 40 Jahre alt geworden, ohne das zu nehmen. Ja gut. Aber wo sind die Haare? Wo sind, jetzt darf ich das wieder nicht sagen, aber das Ding ist ganz einfach, ihr könnt das auch mal selber bei YouTube eingeben, Haarausfall, da ist so ein Doktor aus Hamburg, der wirklich darüber berichtet, wie wichtig die Vitalstoffversorgung für die Haarwurzel ist und dann auf Vitamin E eingeht, auf Magnesium eingeht. Vita ist lateinisch und heißt das Leben. Und ich spreche jetzt nur von mir. Ich nehme seit Jahren Vitalstoffpräparate. Aber auch, weil ich selbstständig bin. Und als ich früher in der Moderation selbstständig war, und habe 400 Euro am Abend für eine Moderation verdient, dann hatte ich 2 Möglichkeiten. Entweder rufe ich den Veranstalter an und huste 3-mal ins Telefon und sage, ich kann leider nicht kommen, bin krank. Und der hätte niemals gesagt, ja, ist egal, ich überweise dir die 400 Euro trotzdem. Auch wenn ich jemanden jetzt nehmen muss, der deine Arbeit macht, die er nicht so gut macht, weil er ja das Team nicht kennt und du bist ja jetzt schon seit 5 Jahren bei uns in der Veranstaltung. Da habe ich dann am, wenn ich Freitag und Samstag habe ich immer Moderation gemacht, da habe ich am Donnerstag mir diese Packs damals noch geholt, ja, diese Vitamin-Packs, wo dann so eine Omega-3 drin ist und eine Vitamin C und ne, so ein kleines Tütchen. Und dann habe ich mir alle 3 Stunden ein Pack reingezimmert. Und das habe ich 5 Packs am Tag genommen. So, hätte das jemand gesehen, der keine Ahnung hat, hätte er gedacht, der will sich umbringen. Bei so viel Tabletten. Und auch jeder andere, der das nicht kennt, denkt, wenn man so die Hand voll hat mit Tabletten, so, ne, und dann sagen alle, was machst du da? Vitamine wegen der Gesundheit. Aber doch nicht so viel. Doch, doch, das brauche ich, weil das eine ist eine OPC und das andere ist eine Vitamin C und das nächste ist noch Magnesium, Calcium und das ist eine Omega-3, weil da ja auch fettlösliche Vitamine bei sind und so weiter und so fort. Und ja, aber das kann doch nicht gesund sein. So.
Das ist ja kein Aspirin, was ich da nehme. Das hier ist nicht so, Paracetamol, Aspirin, alles rein, hier Schmerztabletten. Nein, das sind Vitalstoffpräparate. Und deshalb habe ich das ja auf Pulverbasis machen lassen. Für die Leute, die sagen, okay, dann 2 Löffelchen und dann schmeckt das nach Tropikal. Also so Multivitamin, so, also so Ananas, Mango, Maracuja, Orange, so Maracuja, Orange. Und das war der Hintergrund. Und dann war ich Freitag wieder gesund. Und habe ich gesagt, Ladies and Gentlemen, tonight, meine Damen und Herren, heute Nacht zu Gast. Da ging das. Weil du kannst nicht umstehen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ja, dann tragen die dich raus. Die denken, Ruhe jetzt. Das muss richtig knackig. Weil der guckt teilweise, ich habe teilweise 5000 Leute vor der Bühne gehabt. Und die fressen dich auf, wenn du da so, Abend, ich würde ganz gerne hier ein bisschen sie durch die Veranstaltung begleiten. Das muss richtig bam. So, und auch die Tänzer oder die Models, damals alle mit Booster dabei und auch alle mit Vitaminen dabei, weil du wurdest nur bezahlt, wenn du gesund warst und gut aussahst. Da war das keine Frage. Wenn du dann Vitamin genommen hast, hat ja keiner gesagt, oh, was ist denn das? Brauchst du das? Ne? Wir hatten natürlich auch so Freaks dabei, die so Fruterianer waren, die dann so wirklich mit 2 Ananas, Melone, 3 Äpfel, 6 Bananen, ja. Sowas hatten wir auch dabei. Aber ganz ehrlich, selbst der hatte dann noch Weizengras dabei und Gerstengras und pflanzliches Proteinpulver und der hat sogar seinen eigenen Mixer dabei gehabt. Aber der war 44, hatte ein knüppelhartes Sixpack, also richtig, man hat alle Bauchmuskeln gesehen, sah toll, er hat nicht eine Falte gehabt im Gesicht. Ja, wurde für jede Veranstaltung gebucht. So, wenn du dem gesagt hättest, oh, so viel Obst ist gar nicht gesund. Viel zu viel Fruchtzucker, da wird man dick von. Der Mann war super definiert. Also deshalb, ich spreche auch aus Erfahrung. Das ist jetzt nicht so, ich habe das in so einem Buch gelesen auf Seite 63 und jetzt müsst ihr das mal alle machen. Sondern ich habe mit dem Sport begonnen, da war ich 16. Jetzt werde ich jetzt 44. Und 2013 war ich Europameister im Fitness. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mich nie mit anderen gemessen habe. Da ist Erfahrung dabei. Ich war Sanitäter gewesen, also Sanitätsdiensthelfer beim Arbeiter-Samariter-Bund. Ich habe Holistik studiert, also ganzheitliche Medizin mit Schwerpunkt Endokrinologie, Gastroenterologie, Pharmakologie, Toxikologie, Orthomolekulartherapie und Ökotrophologie. So, da hat man alles drin gehabt. Dermatologie natürlich nicht, weil Hautarzt bin ich ja nicht, ne? Aber da war alles drin gewesen und deshalb so als die Theorie ist da. Wird dann in der Praxis versucht umzusetzen und dann merkt man ja, hey, das funktioniert. Und das möchte ich weitergeben, weil es gibt auch Bereiche, wo ich gar keine Ahnung habe. Da gibt es ganz viele Bereiche. Und da hätte ich ganz gern jemand, der sagt, pass mal auf, du machst das so, vertrau mir, das musst du. Ja, ich könnte auch sagen, ich habe mir jetzt eine Maus gekauft hier, also für den Computer, für 8 €. Günstig. Und der sagt, pass auf, so ab 30 € hast du wirklich was Gutes. Hol dir lieber eine für 30, die ist besser. Hallo? Für 30, die ist besser. Und ich sage, nee, ich hol die für 8, ist günstiger. So, ist die nach 3-4 Wochen, ist die Schrott oder keine Ahnung. Und dann sage ich, ich hol die auch jetzt für 30. Na, dann sagt er auch, hättest du mal gleich gemacht. Also die meint es ja nicht alle schlecht mit einem. Aber wenn einer zu euch sagt, das brauchst du nicht, das ist Murks. Vor allem bei Vitaminen. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Früher sind Menschen gestorben an Vitaminmangel. Skorbut. Das war die Geißel der Seefahrer. Da bist du mit, ich erzähl's immer wieder, da bist du mit 300 Mann losgeschippert und kamst mit 100 zurück. Aber nicht, weil die Piraten unterwegs aufgelauert haben, sondern weil du verblutet bist aufgrund von Skorbut. Da sind die Adern aufgeplatzt. Es gibt so Fenster in den Kirchen, so Kirchenfenster. Da siehst du, wie Leute da so liegen, die Seefahrer, und dann blutet es aus den Ohren, aus den Augen. Ja. Und da hat man gesagt, oh, na ja gut, also Vitamin C braucht man doch. Da hat man irgendwann mal so einen Wert festgesetzt. Früher waren es 60 Milligramm. 60 Milligramm. Heute rauchen die Leute, trinken Alkohol, haben eine schlechte Ernährung. Da hat man gesagt, okay, 80 Milligramm. Und da haben wir gesagt, 95 Milligramm. Und irgendwann ist man so auf 110 Milligramm. Ja, wo man gesagt hat, okay, oh, warte. So, aber das sind ja Werte, die man benötigt, damit man nicht verstirbt. Das sind ja keine Werte, die man nimmt, wo man sagt, so, ja, damit geht's richtig ab. Wenn ich ein Auto kaufe und das hat jetzt so 70 PS, ja, das fährt, keine Frage. Aber das ist doch nichts Sportliches, das ist doch nicht ein kraftvoller Motor.
Wie viel brauche ich denn da? Keine Ahnung, kommt drauf an, welches Auto du fährst. Ne? Wenn du Lotus Elise fährst, reichen 230 PS. Aber fährst du ein Audi A8, dann muss es schon 400 plus sein. Also 400 PS und mehr. Also nicht, also dann merkst du das erst, weil wiegt ja auch mehr der Wagen als ein Lotus Elise. Lotus Elise, glaube ich, hat 900 Kilo und ein Audi A8 wiegt, keine Ahnung, 2,2 Tonnen oder so. Also versteht ihr, was ich meine? Okay, das soll es jetzt erstmal reichen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es runter unter die Kommentare. Aber es ist mir wirklich mal ein Anliegen gewesen. Prüft diese Leute auf Herz und Nieren und das ist, wer euch das sagt, der deklassiert sich schon von vornherein. Wer sagt, Vitamine braucht ihr nicht. Dann wisst ihr sofort, auf Wiedersehen. Entweder, mein Freund, hast du viel Humor oder du hast wenig Fachwissen. Danke fürs Zusehen. Das mache ich immer, um zu zeigen, dass ich selber noch aktiv bin. Im Sport. Tschüss.